Ich bin mir sicher, ihr kennt das auch. Ihr wollt mit jemandem sprechen über ein politisches Thema und bringt die identitäre Bewegung als eine patriotische Alternative zum Multikulti-Mainstream ein. Und dann kommt auf einmal so eine klassische Totschlagvokabel. Identitäre sind das nicht, Nazis, rechtsextreme Gewalttäter, wollen die nicht, alle rausschmeißen, Vertreibungen etc. pp. Und der Grund dafür ist halt, dass die Medien seit Jahren, seitdem es uns gibt, mit massiver Gewalt versuchen, diese Lügen in die Köpfe der Leute reinzuhämmern. In diesem Video will und werde ich die 7 größten Lügen der Multikultis über Identitäre einzeln aufzählen, mit Videomaterial unterlegen und dann zerlegen. Und ich möchte das in diesem Video einmal umfassend und kurz machen, werde allerdings unten in der Beschreibung und dann auch als Einblendungen immer auf Videos verweisen, wo ich das Ganze ein bisschen länger und breiter tue. Ich überlege mir auch sogar, das Video nachher in 7 einzelne Dinge zu splitten, eben damit man sie perfekt in sozialen Netzwerken, in Kommentarspalten verbreiten kann, wenn einer dieser Lügen und dieser Mythen auftaucht. Und um das Video kurz zu halten, höre ich auf zu labern und fange gleich mit der ersten Lüge über uns an. Wenn wir uns anschauen, wie die IBD die Begriffe Volk, Volkszugehörigkeit verwendet, wie der Begriff Volk konnotiert ist, nämlich eindeutig immer mit der Abwertung des anderen, des nicht zum Volk dazugehörigen. Das ist einer der ältesten und hartnäckigsten Vorwürfe gegen uns, aber wenn man ihn ständig wiederholt, wird er dadurch nicht wahrer. Wir sind, und das haben wir von Anfang an klar gemacht, Ethnopluralisten und keine Rassisten. Rassismus, wenn man den Begriff definiert, und man muss immer solche Vorwürfe ganz klar definieren, das müsst ihr auch von euren Gegenüber immer verlangen, ist einfach nach den gängigen und von den Leuten aus solchen verstandenen Definitionen die Abwertung eines Menschen aufgrund seiner Herkunft oder die Abwertung von ganzen Völkern und Kulturen. Und Ethnopluralismus wehrt sich ganz klar dagegen. Wir sagen, jedes Volk und jede Kultur hat seinen Wert in sich und hat ein Recht auch auf Differenz. Und wir unterscheiden Gleichheit und Gleichwertigkeit. Es gibt natürlich keine absolute Gleichheit. Es gibt eine Vielfalt an Sprachen, an Kulturen, an Geschichten, an Identitäten. Und das macht auch den Schatz und die Schönheit der Erde und der Menschheit aus. Und diese Vielfalt, diese Unterschiedlichkeit zu erhalten, bedeutet nicht, andere Menschen als minderwertig darzustellen. Ihr Rassismus verwendet nicht mehr das Wort Rassen, sondern sie gehen von Kulturen aus. Und diese Kulturen, sagen sie, sind einander gleichwertig, aber jede soll an ihrem Platz bleiben auf der Welt, weil jede Kultur hat einen Flecken Erde, da gehört sie hin. Und zu Krisen kommt es, wenn diese Kulturen sich vermischen. Aber die Konklusion daraus wäre ja, jede Gesellschaft, jedes Volk, wie Sie das nennen, jede Kultur muss dort sein und darf überhaupt keinen Austausch haben mit allem um sie herum. Das heißt, jeder sitzt auf seinem Land, baut Mauern und dann leben wir weltweite Apartheid. Ebenso wenig vertreten wir den derreinen Chauvinismus, also der Gedanke, dass eine Kultur fortschrittlicher, besser oder überlegener wäre und deshalb das Recht hätte, die anderen imperialistisch zu unterwerfen und zu erziehen. Und genauso wenig vertreten wir einen Biologismus, der davon ausgeht, dass der Mensch völlig allein durch seine Gene und seine biologische Herkunft determiniert würde. Die Behauptung, dass Ethnopluralismus eine Art globale Apartheid wäre, ist besonders perfide. Apartheid und soziale Unterschichtung entsteht immer in gescheiterten, multikulturellen, multiethnischen Sozialexperimenten. Was wir wollen, ist einfach nur eine Normalität. Es gab immer schon Migration, es gab immer schon Austausch und natürlich auch Vermischung. Und unter normalen Umständen bedrohte das auch nicht die ethnokulturelle Identität und Kontinuität eines Volkes. Heute aber, im Zuge des großen Austauschs, nämlich dem Zusammenspiel von kulturfremder Masseneinwanderung und unseren demografischen Problemen, findet gar keine Vermischung statt. Es findet gar keine Bereicherung und Erweiterung statt, sondern es findet ein radikaler Bevölkerungsaustausch statt, in dem unsere Identität verschwindet und unsere Demokratie untergraben wird und unsere Geschichte im 21. Jahrhundert zu enden droht. Man kann das Ganze mit einem Beispiel zusammenfassen. Wenn man die Grenze eines Landes mit einer Haustür vergleicht, dann sind wir dafür, mit einer völlig vernünftigen und von den meisten der Leute auch getragenen Forderung, diese Haustür grundsätzlich geschlossen zu halten, nur dann und nur so weit aufzumachen, soweit wir Leute auch hereinlassen wollen und auch bewirten können. Und die Linken wollen haben, dass diese Tür, was effektiv der Fall ist, ausgehebelt, aus den Angeln gehoben wird und werfen uns für unseren vernünftigen und rationalen Vorschlag vor, dass wir im Endeffekt die Tür komplett zumauern wollen, was nicht der Fall ist. Identitäre Bewegung sei islam- und fremdenfeindlich. Diese Bewegung ist nichts anderes als eine Anti-Islam-Kampagne, getarnt als Jugendbewegung. Fremdenhass mit zynischem Augenzwinkern.
Die zweite Lüge ist unsere angebliche Ausländerfeindlichkeit, unser Hetzen gegen Menschen und Personen. Das bringen die Linken ständig vor und wollen uns selber damit als Unmenschen darstellen. Aber nichts könnte falscher sein. Von Anfang an, seit es die IB gibt, haben wir unglaublich großen Wert darauf gelegt, dass es uns gegen Institutionen und gegen Systematiken und Strukturen geht und nicht gegen Menschen. In jeder Rede und auch fast in jedem Video habe ich am Anfang und am Schluss gesagt, dass nicht die Einwanderer, nicht die Asylanten und Asylforderer unsere Feinde sind, sondern die Leute, die die Grenzen aufmachen, die die Kritik unterdrücken und die letztlich dieses System am Laufen halten. Deshalb lenken wir unseren Protest auch immer gegen die symbolischen Vertreter dieser Struktur, gegen Parteien, gegen gewählte Vertreter, aber auch hier nicht als Privatpersonen, sondern als politische Funktionäre. Und diejenigen, die uns vorwerfen würden, Hetzer zu sein und gegen Menschen persönlich zu hetzen, machen genau das. Ziehen nicht die Trennlinie zwischen dem Mensch als Privatperson, als politischen Person, sondern demolieren Scheiben, schmieren Parolen auf Wohnungen, fackeln Autos ab, attackieren Menschen persönlich, sprechen uns unser Demonstrationsrecht, letztlich unser Existenzrecht ab und betreiben eine plumpe und miese Hetze gegen alle Patrioten und gegen alle Identitären. Sie selber sind dabei völlig blind für die strukturellen und größeren Probleme der Masseneinwanderung im globalen Maßstab und auch in der Bedeutung für die armen Herkunftsländer der Migranten und sind damit letztlich auch die Feinde dieser armen Herkunftsländer, aber auch die Feinde der Migranten selbst, die unter falschen Versprechungen und Vorstellungen nach Europa gelockt werden. Die IB ist damit alles andere als fremden- oder ausländerfeindlich, sondern bekämpft ein System, eine Gesamtentwicklung und niemals Menschen. Die dritte Lüge bei uns wird sehr oft von ausländischen Medien verbreitet und das, glaube ich, meistens aus Faulheit. Die IB wird einfach subsumiert unter nationalistisch, weil Nationalismus einfach als Label und als Begriff für alles gilt, das irgendwie angeblich rechts ist und das man nicht so ganz einordnen kann und das auch nicht als Partei vertreten ist. Aber auch das ist absolut falsch. Die IB hat von Anfang an in ihren Gründungsdokumenten und auch in ihrer Gründung in Frankreich ganz klar gesagt, dass sie nicht nationalistisch ist, sondern Nationalismus sogar ein echtes Problem für die ethnokulturelle Identität sieht und eine schädliche Wirkung für die Geschichte Europas. Wir vertreten die regionale, die nationale und die europäische Ebene unserer Identität, glauben, dass jede Ebene ihren Eigenbereich und ihr eigenes Recht hat und dass eine Überbetonung einer der Ebenen und der Ausblendung der anderen immer schädlich ist. Und das führt im Bereich des Nationalismus immer zum Anstreben von kleinen Großreichen in Europa, zu Revanchismus, zu Bruderkrieg und letztlich auch zu einer Unterdrückung der Regionen. Und auf der internationalen Ebene, der Internationalismus, der diese Ebene überbetont, führt zur Idee eines zentralistischen Superstaats und einer Auflösung der nationalen Identitäten. Die IB ist also nicht nationalistisch und stellt sich auch nicht in die Tradition von nationalistischen Splittergruppen und Bewegungen, sondern vertritt ein ganzheitliches, ein dreiheitliches Identitätskonzept, in dem jede Ebene ihr Recht und ihren eigenen Bereich zugestanden bekommt. Ja, das ist eine neue Dimension. Also wenn man sich da nicht an die 30er Jahre mit den illegalen Nazis erinnert, also was muss da noch passieren? Das ist eine politische Unkultur und ich habe da überhaupt keine Toleranz. Die vierte Lüge wird meistens im Zusammenhang mit unseren Aktionen vorgebracht und soll uns im Endeffekt als eine Schlägertruppe, also eine Neo-SA darstellen. Und es wird immer wieder behauptet, wir wären gewalttätig, würden bei unseren Aktionen Leute verletzen oder attackieren. Das stimmt aber überhaupt nicht und völlig an der Realität vorbei. Wir lehnen Gewalt ganz dezidiert als Mittel des politischen Aktionismus ab. Und bei all unseren Aktionen achten wir penibelst darauf, dass von uns keinerlei Gewalt, keinerlei Aggression ausgeht, ziehen uns immer zurück, schlagen nicht zurück, wehren uns nicht einmal, versuchen möglichst rasch nach einer symbolischen Geste den Ort der Aktion zu verlassen. Wenn es dabei zu Auseinandersetzungen und Zusammenstößen kommt, geht es immer auf Konto einer bestimmten Gruppe, von der die Vorwürfe ausgehen und die, wie wir gleich sehen werden, nicht mehr in der Lage ist, sich selber von der Gewalt zu distanzieren. Wie gesagt, wir haben einen Aktionskonsens, das steht drinnen, von uns geht keinerlei Eskalation aus, dazu stehe ich. Für den Rest wäre es halt auch vielleicht nett gewesen, Vertreterinnen des anderen Bündnisses einzuladen, weil ich finde es immer ein bisschen schwierig, über jemanden zu reden und nicht mit ihnen. Und das kann ich auch nur empfehlen, dass man vielleicht auch die Organisatorinnen, die diesen Slogan gehabt haben, befragt und nicht nur andere Leute über sie befragt. Aber es kommt ja darauf an, was sie für eine Haltung dazu haben. Das ist doch der Punkt hier. Ich bin hier für Offensive gegen Rechts, das habe ich gesagt. Unser Slogan war ein anderer. Unser Aktionskonsens war ein anderer.
Ich möchte nicht über andere Bündnisse urteilen, vor allem wenn sie nicht hier sind, wenn sie sich hier nicht äußern können. Aber Sie können ja auch sagen, ich bin mit Gewalt nicht einverstanden oder sowas, wenn Sie wollen. Ja, Gewalt hat viele, Gewalt hat viele Formen und ich habe viele davon gesehen. Diese linksextreme Rechtsextremismus-Expertin ist ein perfektes Beispiel für die Verlogenheit dieser ganzen Gewaltdebatte. Es sind die Linken, es sind die Linksextremen, die extrem gewalttätig sind, die sich offen zur Gewalt bekennen, die nicht in der Lage sind, sich von Gewalt zu distanzieren, die versuchen über persönliche Angriffe, über Steinwürfe, über Mordversuche, über Demos, die Gewalt in unsere Reihen hineinzutragen. Und es ist die Identitäre Bewegung, also eine friedliche Kraft des politischen Widerstands, die sich auf diese Provokationen nicht einlässt. Ja, die sogar so diszipliniert und so idealistisch ist, dass sie es fertig bringt, auf der Demo auf sie geworfene Steine nicht zurückzuwerfen, sondern friedlich weiterzugehen. Die B ist damit in keinster Weise gewalttätig oder gefährlich, sondern genau die Kraft, die den berechtigten Zorn der Bevölkerung in eine friedliche und demokratische Bahn für eine echte soziale Veränderung lenkt und auf die Straße führt. Die fünfte Lüge taucht immer im Zusammenhang mit der Frage auf, was unsere Bewegung will, was ihre politischen Ziele sind. Und damit behauptet, wir würden gewaltsame Vertreibungen und Pogrome und so weiter befürworten. Und es werden zwei Begriffe dafür hergenommen, und zwar Reconquista und Remigration. Und dabei wird auch ganz bewusst nicht darauf geachtet, wie wir selber diese Begriffe verstehen und immer schon erklärt haben. Von Anfang an haben wir klar gesagt, Reconquista bedeutet für uns die geistig-kulturelle Zurückeroberung der komplett von Linken besetzten Medien- und Kulturlandschaft unseres Landes. Es geht darum, dass diese linke Hegemonie, die einen sanften Totalitarismus darstellt, einen Meinungsterror, einen extremen Druck, der uns daran hindert, eine rationale und angstfreie Debatte zu starten, aufhört. Und dafür arbeiten wir metapolitisch, friedlich, mit Aktionismus und mit Demonstrationen. Die Remigration schließt sich als politisches Ziel in die Dreiheit der Forderung nach sicheren Grenzen und Hilfe vor Ort, das heißt Schaffung von Perspektiven vor Ort, also letztlich eine Ursachenbekämpfung der Massenmigration, der modernen Völkerwanderung. Remigration bedeutet überhaupt nicht irgendwelche Vertreibungen oder Massendeportationen. Es ist eine Summe aus verschiedenen politischen Reformen, die notwendige Antwort auf das Scheitern von Multikulti, Integration und Assimilationspolitik der letzten Jahrzehnte ist. Es bedeutet, die Grenzen zu schließen, die illegal Eingewanderten abzuschieben, die Kriminellen und straffällig gewordenen abzuschieben. Es bedeutet einen radikalen und scharfen Kampf gegen den politischen Islam, der sich hier lassen will, gegen den Sozialmissbrauch als Einwanderungsgrund und Abschaffung der Familienzusammenführung und ein weiteres Set an politischen notwendigen Maßnahmen, die zu einer Tendenzwende führen. Das heißt, einer Tendenzwende, die grassierende Entwicklung, das Wachstum der Auslandsgemeinden, der Enklaven und Ghettos, das weitere Wachstum der Masseneinwanderung, die nicht mehr integrierbar ist, beendet und dazu führt, dass in einem langen Zeitraum die Europäer Mehrheit im Land bleiben. Das ist eine Forderung, das ist ein klarer und notwendiger Schritt, die auch immer mehr Migranten wollen, weil sie erkennen, dass nur so unsere Demokratie, unser Lebensstandard, unsere Identität erhalten werden kann und nur so wir auch in der Lage sind, letztlich anderen Ländern bei ihrer Strukturschwäche zu helfen, die der eigentliche Grund für die Massenwanderung nach Europa ist. Niemals hat irgendein Identitärer von Vertreibungen und Ahnenpass geredet oder auf irgendeiner IB-Demo jemand aus und heraus angestimmt. Wer hat davon geredet? Wer hat diese Parolen in den Mund genommen? Wieder mal nur die Linken mit den Diffamierungen über unsere Bewegung. Wir bestimmen Rechtsextremismus nach Holzer, wenn man so will, ja, als ein ganzes Bündel von Merkmalen, wobei wir diskutieren könnten, wie viele dieser Merkmale oder Elemente vorhanden sein müssen. Der sechste Grund ist eine Art Regenschirmbegriff für die vorher genannten Dinge und wird auch immer gegen uns vorgebracht, und zwar ist die Behauptung, die identitäre Bewegung sei rechtsextrem. Und dieser Begriff ist nun ein vollkommen inhaltsleerer politischer Kampfbegriff. In Österreich ist er strafrechtlich auch nicht relevant, weil er eben keine klare Bedeutung hat. Und in Deutschland ist er auch ein bisschen anders definiert, aber im Endeffekt ist es so, dass wenn man diesen Begriff ehrlich, neutral und objektiv definieren will, Extremismus bedeutet, dass man Gewalt als Mittel
zur Umsetzung von politischen Zielen einsetzt oder eine komplette Umstürzung und Abschaffung der bestehenden Ordnung, also der Demokratie, haben will. Und genau diese beiden Dinge liegen bei der Identitären Bewegung überhaupt nicht vor. Im Gegenteil, wir bekennen uns ganz klar zur Gewaltfreiheit, streben sie auch in jeder Aktion an, sind auch bereit, wenn von Leuten dagegen verstoßen wird, diese Leute ganz scharf zu kritisieren und uns aus unseren Reihen auszuschließen, im Gegensatz zur gesamten linken und linksextremen Szene. Und ebenso bekennen wir uns auch ganz klar zur Demokratie. Ja, sind die einzige Kraft, die sie heute vor Islamisierung und Massenwanderung wirklich effektiv und ehrlich beschützt. Und die linksextremen Rechtsextremismus-Experten hingegen haben einen derartig weit gefassten Rechtsextremismusbegriff, dass sie sogar die AfD und die FPÖ darunter fällt. Sie behaupten nämlich, Rechtsextremismus wäre erfüllt, wenn ein Set an Ideen und ein Set an Wertvorstellungen erfüllt würde, die sie selbst definieren. Das heißt, wie gesagt, es geht um eine spezifische Anordnung dieser Elemente, die wir unter Verbindung, die wir als Rechtsextremismus bezeichnen. Dieses Wir, das dieser Experte, der in Österreich von allen Medien rauf und runter zitiert wird, immer wieder beiläufig erwähnt, das sind eben die linksextremen Experten. Und diese Leute haben ein Empfinden von extremen oder rechten Ideen, das notwendig subjektiv ist und in keinster Weise der Mehrheit der Bevölkerung entspricht. Das heißt, im Endeffekt objektiv gesehen sind wir in keinster Weise extremistisch, weil wir nicht gewalttätig sind und keinen Umschutz wollen. Aber subjektiv gesehen empfinden diese Leute gewisse Ideen bei uns als zu weitgehend. Die Ideen, die sie uns vorwerfen, nämlich Nationalismus, Rassismus, Gewalttätigkeit und so weiter und so fort, stimmen noch dazu überhaupt nicht. Also ist es im Endeffekt eine völlig bodenlose und eine inhaltslose, substanzlose Behauptung, deren einziges Ziel es ist, uns in den Augen der Bevölkerung als bösartig und radikal dastehen zu lassen. Dann hat man sich überlegt, was können wir machen? Wir brauchen neue Strategien und wir brauchen andere Begriffe. Ihre Geisteshaltung unterscheidet sich von denen der Neonazi-Szene durch den Versuch, eine gesellschaftsfähige Terminologie zu gebrauchen. Der siebte und letzte Punkt ist besonders perfide. Denn hier geht es wirklich genau darum, dass die Linken ihre Masken fallen lassen und ganz klar zeigen, dass sie im Endeffekt wollen, dass alle Einwanderungskritiker, dass alle Asyl- und Islamkritiker Nazis sind. Denn die Identitäre Bewegung ist von Anfang an komplett offen mit der Vergangenheit mancher Mitglieder, unter anderem auch meiner Vergangenheit, umgegangen. Von Anfang an habe ich mich klar dazu bekannt, zu meinem politischen Weg und meiner politischen Entwicklung. Und gerade weil ich und einige andere Mitglieder aus solchen Szenen kommen und solche Vergangenheiten hinter uns haben, sind wir in der Lage, offen und ehrlich diese Dinge wirklich auch inhaltlich und nicht nur formal zu kritisieren, was ich in den letzten vergangenen Minuten auch klar gemacht habe. Es ist aber bei weitem nicht so, dass ein Großteil unserer Mitglieder irgendwie aus dieser Szene kommen würde. Das stimmt überhaupt nicht. Ein Großteil unserer Mitglieder ist zum ersten Mal in und mit der IB politisch aktiv geworden. Und die IB ist die erste patriotische Bewegung, die aktiv auf die Straße geht und sich ganz ehrlich und offen auseinandersetzt mit dieser Ideologie, sie ablehnt, sich von ihr klar abgrenzt, Leute, die versuchen, sie zu unterwandern oder versuchen, sie in diese Richtung zu ziehen, auch ganz klar aus unseren Zusammenhängen hinaus befördert. Und diese Bemühungen, zusammen mit unserem gewaltfreien, friedlichen Widerstand, die dazu führen, dass letztlich auch das Problem eines echten Rechtsextremismus kleiner und geringer wird, werden von den Linken und Linkextremen in keinster Weise anerkannt oder gutgeheißen. Im Gegenteil, wir werden massivst bekämpft und die Linken würden sich über nichts mehr freuen, als wenn sie es schaffen würden, unsere Aktivisten in den alten, altrechten Neonazismus hinüberzuziehen, wenn das sich bei unseren Aktivisten ausbreiten würde, was Gott sei Dank nicht der Fall ist, was wir auch ganz radikal bekämpfen würden. Das heißt, die Linken wollen haben, dass wir in ein Nazi-Klischeebild hineinpassen und genau deshalb sagen sie das. Und wenn auf unsere klare und definierte und explizite Aussage, dass wir keine Neonazis sind, das Argument der Linken kommt, genau das sagen Neonazis immer, dann ist für mich die Debatte beendet, weil dann zeigt sich einfach, dass diese Leute einen echten Vernichtungswunsch, eine exterminatorische Haltung uns gegenüber und allen Patrioten gegenüber haben. Sie wollen uns einfach keinen Raum geben, eine echte, eine legitime Kritik an Multikulti zu äußern. Und diese Haltung nämlich, dass sie uns Identitäre sagen wollen, was wir eigentlich denken und wie wir eigentlich drauf sind, was wir eigentlich sind, gegen unseren eigenen Willen, das zieht sich auch wie ein roter Faden durch alle Lügen der Multikultis, die ich hier vorgebracht habe. Und ich möchte zum Abschluss noch euch ein kleines Werkzeug in die Hand geben, ein Hilfsmittel, mit dem ihr in solchen Debatten
die Gegner zum Verstummen bringen könnt. Es gibt nämlich, ich bin ja ein verkrachter Jurist, im Bereich der Rechtswissenschaften eine Struktur, wann jemand schuldig ist oder ein Verbrechen begangen hat. Und zwar gibt es den Sachverhalt und den Tatbestand. Und im Endeffekt hat jede dieser Behauptungen, die ich vorher erwähnt habe, zum Beispiel Rassist oder Nationalist oder Fremdenfeind, auch einen gewissen Tatbestand. Das heißt, ein Set an Dingen, die zutreffen müssen, damit eine Person so bezeichnet werden kann. Und wenn ein Gegner diesen Begriff aufbringt, ein Multikulti, nagel ihn sofort darauf fest und verlangt von ihm, dass er sofort ganz genau und ganz klar definiert, was er damit meint, was der Tatbestand dieses Vorwurfs ist. Denn wenn er das nicht weiß und nicht keine Ahnung davon hat, was er damit genau meint, dann ist es völlig fahrlässig, damit umzugehen. Das ist nämlich ein sehr schwerwiegender Vorwand, der mit sozialen Konsequenzen verbunden ist. Das wäre, als würde er mit einer schweren Waffe herumspielen, ohne genau zu wissen, wie sie funktioniert und was sie anrichten kann. Sobald er definiert hat, was er darunter versteht, verlangt von ihm ganz klar einen Sachverhalt aufzuzeigen, wo ihr als Person oder die BS-Bewegung genau diesem Tatbestand entspricht. Und ich verspreche euch, er wird keinen finden. Wenn er dann noch nicht aufgibt, dann bleibt nur die Ausflucht in eine völlig unbeweisbare und damit auch völlig wertlose Argumentationsstrategie, nämlich indem er behauptet, das mag zwar alles so sein, das mag zwar alles so stimmen, aber in Wirklichkeit sei das alles nur ein einziges großes Tarnmanöver, die gesamte Idee eine reine Scharade, und selbst wenn wir niemals so sprechen, denken und handeln würden, im Innersten hätten wir irgendwo eine kleine Mentalreservation und wären dann doch die Nazis, die das alles nur getarnt nach außen bringen würden. Das ist eine reine Behauptung, eine reine Diffamierung von ihm, die auch komplett unfair ist und die ihn im Auge eines jeden neutralen und nüchternen Publikums auch komplett desavouieren und lächerlich machen wird. Vor allem, weil er auch dir als Person vorwirft, dass alles, was du sagst, alle deine Worte, alle deine Ideen und deine Gedanken letztlich eine vollkommene Lüge sind. Und wenn er dir das vorwirft, macht es überhaupt keinen Sinn mehr, mit dir zu sprechen, dann ist es im Endeffekt ein Kommunikationsabbruch, den er damit versucht irgendwie argumentiell vorzubringen. Und genau dazu, nämlich zum Argumentations- und zum Gesprächsabbruch, rate ich euch in diesen radikalen Härtefällen dann auch. Denn, und das ist eine Grundhaltung, die wir entwickeln müssen, wenn wir mit den Lügen der Multikultis konfrontiert werden, nicht wir reden von Rassismus, nicht wir sagen, wir Nationalisten, nicht wir sagen, wir wollen die Leute vertreiben, hinausschmeißen und globale Apartheid herstellen und wollen Gewalt entfesseln. Nicht wir sagen das, sondern sie sagen das. Es ist euer Problem. Ihr seid die gestörten Leute. Ihr seid die Fanatiker. Ihr habt dieses Problem, diesen Fetisch mit Nazi, Rassen, Hitler, Biologismus und so weiter und so fort. Es ist euer neurotisches Problem. Und wir als Patrioten, als Konservative, als Menschen, die unsere Heimat lieben und erhalten wollen, aber trotzdem offen in die Zukunft gehen, wir haben nicht die Zeit und auch nicht die Verantwortung, uns mit euren Neurosen, eurem Schwachsinn, euren Wahnsinn auseinanderzusetzen. Und daher sage ich auch zum Abschluss dieses hoffentlich hilfreichen und durch meine schnelle Sprechart auf ein zeitliches Minimum reduzierten Video auch an alle hier vorgebrachten und eingespielten ExpertInnen: analysiert euch lieber erstmal selbst. Analysiert oder therapiert euch lieber mal selbst, bevor ihr zur großen gesellschaftlichen Gesamtanalyse ansetzt. Ich glaube, da wäre genug Material dafür da. Und so allen Identitären und Patrioten möchte ich zum Abschluss noch sagen, die beste und stärkste und schlagendste und greifbarste Widerlegung all dieser Lügen, das seid ihr selbst. Das bist du selbst in deinem authentischen, in deinem ehrlichen Auftreten, das allein durch seine Wirk- und Strahlkraft in jedem Gespräch, in jedem Treffen mit dem politischen Gegner ihn davon überzeugt, dass das Ganze nicht stimmt. Ihn zumindest davon überzeugt, dass die Medien über uns lügen, dass wir nicht diese schrecklichen satanischen Mächte sind, dass die sie uns darstellen. Und daher ist das Wichtigste, dass ihr mit den Gegnern sprecht, dass ihr gesprächsbereit seid. Und das sehen wir auch darin, wie viel Angst sie vor uns haben, dass sie uns ausladen wollen von Debatten, dass sie den Fernsehsendern sagen, sie sollen ja nicht mit uns sprechen, weil sie ganz genau wissen, mit jeder Minute, die ein identitärer Sendezeit bekommt im öffentlichen Fernsehen, in jedem Gespräch und Café, das wir trinken mit einem überzeugten linken Multikulti, schwindet und verschwindet das lächerliche Feindbild und der Strohmann, den sie um uns und über uns aufgebaut haben. Mit dieser optimistischen Prognose beende ich das Video. Ich hoffe, es ist hilfreich für euch. Ich hoffe auch auf eine breite Verbreitung in den Kommentarspalten, wenn einer dieser Lügen und Vorwürfe auftauchen. Und zum Schluss noch eine kleine
Anmerkung in eigener Sache, diese Videos kosten im Drehen und in der Erstellung und im Schneiden Zeit und Energie, man glaubt das kaum, und Zeit ist, wie ihr bekanntlich wisst, auch Geld. Zeit, die mir dann abgeht für Dinge, die mich am Leben halten, finanziell zu arbeiten. Also wenn euch die Videos gefallen und wenn ihr sie hilfreich findet, dann fände ich es sehr schön, wenn ihr sie verbreitet, meinen Kanal abonniert, aber auch mich auf PayPal oder Patreon unterstützen würdet und hier quasi mir helft, mit diesen Videos der Bewegung zu helfen.